Mensche, Meinungen, Maultasche. Der SV 49 tagt im Adler. Heute stellt sich mal die Vorstandswahlkandidaten im Herbertsheim Fernsehsender in Leimerstädte vor. Herzlich willkommen zur Sondersendung Vorstandswahl SV 49. Anita Rehling begrüße ich im Studio, den Jogge Brenner haben wir da, den Didi Hägele, der Wolfgang Allgeier darf nicht fehlen und sogar der bereits ausgeschiedene Olli Reutsch ist da, warum weiß allerdings keiner. Hebe, ich glaube, wir haben ausgemacht, wenn ich mich recht entsinne, dass du die erste Frage mal an den Jogge stellst. Vielen Dank, Uli. Jogge, mich interessiert natürlich als erstes, wie du deine eigene Beliebtheit innerhalb vom Verein einschätzt. Ja gut, Hebe, die Frage ist eher akademischer Natur. Also im Vergleich zu den Grasdackel da drüben ist es ohne Zweifel so, dass sie in der Beliebtheitsskala innerhalb vom Verein ganz oben standen natürlich. Harte Worte von deinem Kontrahenten Jogge. Anita, du als amtierende Vereinsvorständin, wo siehst du dich auf der Sympathieskala? Ja, also zuerst mal muss ich sagen, dass der Jogge natürlich nur aus reinem Frust so ein Bepp schwätzt und ich führe die Liste der sympathischsten Vereinsmitglieder ganz ohne Zweifel an und ich werde auch mit Sicherheit wiedergewählt werden. Also das mit der Sympathieliste, Anita, da wäre ich mal vorsichtig an deiner Stelle. Da spielt unsere Technik uns jetzt gerade mal eine Grafik ein. Es ist nämlich in Wirklichkeit so, dass Anita von 81% der Vereinsmitglieder für eine Taube Nusskalte wird und der Jogge von 72% für einen Säckel. Nix für den Verein findet 78% Anita und 49% der Jogge. Und jetzt schlecht sagt gerade mal 65% respektive 59%. Ich würde sagen, da haben wir die Lappe ein bisschen arg vollgenommen, Anita, oder? Wie siehst du das? Und deswegen haben sich auch Anita und der Didi am letzten Handballstammtisch so gut miteinander vertragen, weil Anita genau weiß, dass sie ohne die Unterstützung vom Didi seine Kumpels niemals wieder als Vereinvorständin. Was schätzt du wieder für einen Dreck da, Herr Wulfi? Anita hat mir im Stammtisch bloß gefragt, ob wir im Frühling jetzt mal wieder ein Grillfestle machen können. Augenblick mal, also bevor es aus dem Ruder läuft, bleiben wir mal beim Thema. Wulfi, du behauptest also, dass Anita und der Didi am Stammtisch Nein, ich werde jetzt was zu dem Thema sagen. Das ist eine Frechheit, dass der Hanne behauptet wird, dass der Didi und ich am Stammtisch irgendwelche urlautere Absprachen getroffen hätten. Anita, jetzt sei doch nicht gleich wieder eingeschnappt. In Wirklichkeit sind nämlich die zwei da drüben, die Lombesichter, Jogge und der Wulfi. Ja, macht er jetzt im Frühling das Grillfest, oder nicht? Also Olli, selbst wenn wir ein Grillfest machen, laden wir dich da mit Sicherheit nicht dazu ein. Ja, glaubst du, eine Tofu-Würst will überhaupt irgendeiner fressen? Also Moment, es gab bisher immer auch Gemüsebratlinge und nicht nur Tofu-Bratwürste. Also der Hebe und ich, wir möchten uns verabschieden, wünschen nächste Woche alle viel Glück bei der Wahl und wir berichten natürlich davon. Wir brauchen da Hanne mal einen rechten Ordensspieler. Oh, du schwätzt eine derartige Leiter daher.